Grüß Gott und herzlich willkommen zur Stunde der Seelsorge zusammen mit Pater Karl Wallner. Er ist Mönch des Stiftes Heiligenkreuz, unterrichtet dort Dogmatik, ist Experte für Sakramententheologie und er ist der Nationaldirektor der päpstlichen Missionswerke Missio in Österreich. Pater Karl, eigentlich haben wir sehr viele Zuschriften zum Thema Ehe und das Ehesakrament. Heute würde ich mit dir gerne sprechen über das Thema Kommunionempfang für wiederverheiratete Geschiedene. Aber bevor wir zu diesem Thema kommen, eine kleine Hinführung. Als Pharisäer zu Jesus kommen und fragen, ob man seine Frau aus jedem beliebigen Grund aus der Ehe entlassen darf, das ist Matthäus 19,3, verweist Jesus auf den Anfang und sagt, darum wird der Mann Vater und Mutter verlassen und sich an seine Frau binden und die beiden werden ein Fleisch sein, was aber Gott verbunden hat, das darf der Mensch nicht trennen. Die Pharisäer haken danach alles, Matthäus Kapitel 19. Wozu hat dann Mose vorgeschrieben, der Frau eine Scheidungsurkunde zu geben und sie aus der Ehe zu entlassen? Er antwortete, nur weil ihr so hartherzig seid, hat Mose euch gestattet, eure Frauen aus der Ehe zu entlassen. Am Anfang war das nicht so, ich sage euch, wer seine Frau entlässt, obwohl kein Fall von Unzucht vorliegt und eine andere heiratet, der begeht Ehebruch. Und ich möchte gleich eine erste Zuschrift hinten anfügen. Sehr geehrte Herren Geistliche, vor Jesu kommen, wer da gelebt hat und eine Ehe einging, hatte die Möglichkeit, diese Ehe aufzulösen und eine zweite Ehe oder dritte Ehe und so weiter einzugehen, ohne irgendeine Sündenschuld auf sich zu laden oder gar nach dem Tod in der ewigen Verdammnis zu landen. König David führte 8 Ehen und dürfte heute wohl sicher im Himmel bei Gott sein. Auch Jakob hatte gleichzeitig 3 Frauen und wurde nie verdammt. Nirgendwo im Alten Testament oder Neuen Testament steht, dass Jesus die Ehe zum Sakrament erhoben hat. Er hat den Willen seines Vaters beachtet. Die Kirche aber missachtet den Willen Gottes. In der Hoffnung auf eine Antwort grüße ich Sie herzlich. War vielleicht ein bisschen viel auf einmal, aber was diese Zuschriften betrifft, wir haben ein paar Zuschriften, die so sich äußern. Also ich fange jetzt mal damit an, weil hier dann eben Hölle und Sünde und Verworfenheit und so weiter und so fort, weil das einfach so nicht ist. Ja, es gibt Irregularitäten in der Monogamie, von der wir glauben, dass sie schöpfungsgemäß, also das ist, was Gott auch der Würde des Menschen entsprechend wollte. Wir haben tatsächlich aber nicht die Auffassung, dass Leute, die in den ehelichen Beziehungen scheitern und die dann wieder verheiratet geschieden sind, um gleich jetzt eben da fortzusetzen, dann automatisch in die Hölle kommen. Ja, oder dass dieser Zustand, das ist oft sehr uneindeutig. Es gibt eine Rechtlichkeit für das, was wir unter Ehe verstehen. Es gibt auch klare Richtlinien, aber eben jetzt über das ewige Heil entscheiden andere Parameter, um das mal so zu sagen. Ja, also nicht nur das. Ja, also das ist wirklich ganz wichtig, weil eben mir dann immer so den Eindruck erweckt, wenn ich jetzt geschieden bin oder wenn ich dann wieder verheiratet bin, dann werde ich von der Kirche verdammt und so weiter und so fort. Das ist überhaupt nicht der Fall, bitte. Ja, also coolst da mal down, ja, bei dem Ganzen. Es geht bei der Ehe sehr wohl um etwas, das Gott gewollt hat und das sehr wohl von Christus zum Sakrament erhoben worden ist. Aber es gibt gerade hier, weil Menschen verschieden sind, weil Abstufungen sehr, sehr weit gehen in der Form von Beziehungen, weil es auch lebensbiografische Umbrüche gibt, ja, jung sein, alt sein, älter werden, pflegebedürftig sein und so weiter. Diese Formen des Zusammenseins haben sehr, sehr verschiedene Stufen. Ich fange trotzdem noch mit der Reihe nach an. Bitte, ja, Gott, der Schöpfer, setzt mit den Worten, darum wird der Mann Vater und Mutter verlassen und sich an seine Frau binden. Und die beiden werden ein Fleisch sein. Mit diesen Worten in Genesis 3,24 setzt Gott, der Schöpfer, die Ehe ein. Und sie ist eingesetzt als Institution für alle Menschen. Ja, alle Menschen.
das habe ich hier in einer Sendung schon mal gesagt, weil das nicht gewusst wird, die Naturehe, also so nennen wir das, Matrimonium legitimum, die rechtmäßige Ehe ist ein Gut, ein Bonum, das allen Menschen offen steht. Wenn zwei Muslime mit dieser Absicht bis zum Tod verheiratet zu sein heiraten, ist es auch für uns eine unauflösliche Ehe, weil sie dem Schöpfungswillen Gottes entspricht. Ja. Die Monogamie und diese ursprüngliche Schöpfungsabsicht, Mann und Frau, ein Mann, eine Frau, ja, wurde durch die Erbsünde verwundet. Diese Verwundung führt dann im Alten Testament zu sehr vielfältigen Formen von Verwerfungen. Wir haben Polygamie, die 1000 Frauen des Königs Salomo. Das ist noch gar nichts, da ist nur der David zitiert worden. Salomo hatte 1000 Frauen, ja, und so weiter. Ehebrüche werden uns dort geschildert. Nicht der David, der dann den Uriah, weil er mit dessen Frau Bathseba Ehebruch begangen hat, in den Tod schickt und so weiter. Also wir haben hier voll das Auswirken der Erbsünde und dann auch im Buch Deuteronomium tatsächlich, wo Mose eben jetzt erlaubt, ja, eine Scheidungsurkunde auszustellen. Die wird dann auch zur Zeit Jesu sehr verschieden interpretiert. Da gibt es zwei Schulen, ja, der Hillel und der Gamaliel, glaube ich, und die interpretieren das so: Bei dem einen genügt, wenn die eine Erschicksgesicht bekommen hat im Alter, dann darfst du das schon wegschicken. Beim anderen gibt es faktisch wieder keine Scheidung. Also es ist ein Chaos durch die Erbsünde verwundet vor Christus. Deshalb, wenn ihr das Alte Testament lest, ihr lest dort auch alle Formen von Sünden gegen Partnerschaft, gegen Ehe, sexuelle Vergehen, sodass der heilige Benedikt, unser Ordensvater, vor 1500 Jahren schreibt, bestimmte Bücher des Alten Testamentes zu lesen vor dem Schlafengehen ist nichts für Mönche, ja, weil eben dort die Sündengeschichte auch in den Beziehungen geschildert wird. Was ich jetzt zum Schluss noch sagen möchte, ich möchte dem heftig widersprechen, weil hier dann gesagt worden ist, also dass die Kirche was Falsches tut, wenn sie in der Ehe ein Sakrament sieht. Wir glauben sehr wohl anhand von Epheser 5, wo das Konzil von Trient auch nicht sagt, das beschreibt die Einsetzung, aber Inuit, es wird dort angedeutet, ja, dass die Hingabe Christi an seine Kirche, die Frau, ja, an seine Frau, die Kirche, an seine Braut, die Kirche, hier die Sakramentalität der Ehe beinhaltet. Dass hier durch die Hingabe des Mannes an die Frau und dann reziprok der Frau an den Mann etwas geschieht, das den unauflöslichen Bund, den Christus in seiner Kreuzeshingabe für die Kirche getan hat, andeutet und beinhaltet, sodass die Hingabe von Mann an Frau, von Frau an Mann unter dem Zeichen des Kreuzes, die beiden werden mit der Stola umwunden im katholischen Ritus, ja, dann wird das Ganze gesegnet, im Zeichen des Kreuzes, die unauflösliche Liebeshingabe Christi an seine Kirche abbildet. Und deshalb ist die Ehe kein weltlich Ding, wie Martin Luther gesagt hat, sondern sie ist ein Sakrament, sie ist etwas, das unsere Heiligung wirkt, wie es das Zweite Vatikanum auch gut ausgedrückt hat. Jetzt könnte ich mit Theologiegeschichte noch weit fortfahren, weil es wirklich viel Blödsinn auch in der katholischen Theologie passiert, aufgrund dieser Angst vor Sexualität, die dann da war ab dem 5. Jahrhundert und so, hat man sich nie getraut, eben jetzt Geschlechtlichkeit als etwas Positives zu sehen, Hingabe auch begründet in der geschlechtlichen Hingabe. Faktisch war es dann erst der heilige Johannes Paul II. Mit seiner Theologie des Leibes, der das Ganze jetzt eben anthropologisch, ethisch, biblisch zu denken versucht hat und das Ganze aufgearbeitet hat. Also nur noch einmal, also wenn man scheitert in dem Ganzen, kommt man nicht automatisch in die Hölle, ja, sondern es gibt für jeden die Möglichkeit. Aber es gibt ein Ideal, eine Vorgabe, das ist die Monogamie, die eben, wenn sie vom Getauften eingegangen wird, in dieser Absicht bis zum Tod, Hingabe, Kinder und so weiter, wirklich ein Sakrament ist. Das heißt, die Ehegatten bekommen hier wirklich die Gnade, die ihnen hilft, in der Liebe zu wachsen und Christus in ihrem Leben auszuprägen. Also wir halten fest, die Ehe ist unauflöslich, aber es gibt nicht wenige Menschen, die in sogenannten irregulären Situationen leben, die wieder verheiratet, geschieden sind, und jetzt sind wir bei diesem Thema und beim speziellen Thema Kommunionempfang für wieder verheiratet, Geschiedene. Und da eine Zuschrift. Sehr geehrter Herr Pfarrer Rimmel und Pater Karl Wallner, ich habe folgende Fragen und Kommentare für Ihre wunderbare Sendung Stunde der Seelsorge im KTV. Ich kürze die Zuschrift deutlich. Was ist Menschen zu raten und was kann man tun, wenn man wieder verheiratet ist und man
möchte beichten und den Leib Christi empfangen. Wenn man wirklich gläubig ist und auch an die heilige katholische Kirche glaubt, mit freundlichen Grüßen. Pater Karl, du hast gerade Johannes Paul II. Erwähnt. Johannes Paul II. Hat 1981 das apostolische Schreiben Familiaris Consortio veröffentlicht und genau in Nummer 84 in diesem Schreiben eine Antwort auf diese Frage gegeben. Wenn du einverstanden bist, trage ich das mal vor. Vielleicht kannst du da dann anknüpfen. Da sagt er nämlich, unter welchen Umständen ein Priester wieder verheiratet Geschiedenen die Absolution erteilen kann und diese Leute auch wieder die Heilige Kommunion empfangen können. Ich lese es mal vor. Nummer 84, Familiaris Consortio. Die Wiederversöhnung im Sakrament der Buße, das den Weg zum Sakrament der Eucharistie eröffnet, kann nur denen gewährt werden, welche die Verletzung des Zeichens des Bundes mit Christus und der Treue zu ihm bereut und die aufrichtige Bereitschaft zu einem Leben haben, das nicht mehr im Widerspruch zur Unauflöslichkeit der Ehe steht. Das heißt konkret, dass wenn die beiden Partner aus ernsthaften Gründen, zum Beispiel wegen der Erziehung der Kinder, der Verpflichtung zur Trennung nicht nachkommen können, sie sich verpflichten, völlig enthaltsam zu leben, das heißt, sich der Akte zu enthalten, welche Eheleuten vorbehalten sind. Was damals dazu kommt oder kam, was man auch gesagt hat, wenn die dann die sogenannte Josefs-Ehe leben, dann können sie die Absolution erhalten und sie können zur Kommunion gehen, aber damit sie keinen Anstoß erregen, mögen sie bitte in eine Pfarrei gehen und die Kommunion irgendwo empfangen, wo man sie nicht kennt. Das war so Familiaris Consortio. Ja. Ich würde nicht gleich jetzt eben zur Josefs-Ehe jetzt eben gehen, die ich mehrfach erlebt habe, auch in der Seelsorge, und die wirklich ein guter Weg ist und wird oft lächerlich gemacht von anderen, muss man leider sagen. Aber ich würde mal auf das gehen, wie ist denn das eigentlich? Also du kannst dann nicht beichten gehen, wenn du wieder verheiratet geschieden bist, du kannst dann nicht zur Kommunion gehen. Hängt unser Heil davon ab? Ja? Hängt unser Heil im Letzten davon ab? Ich zitiere natürlich, also zum Beispiel auch bei der Heiligen Kommunion, sagt die Kirche, sie ist heilsnotwendig, nur Präzepta, modo precepti, ja, aufgrund der Vorschrift, aber nicht in sich selbst heilsnotwendig ist die Taufe. Und dass du eben immer deinem Zustand jetzt eben entsprechend lebst. Sagen wir mal, du hast, geh mal weg von wieder verheiratet geschieden, du bist in einer schweren Sünde, ja, du gehst zur Heiligen Messe, du kannst nicht zur Kommunion, weil du nicht beichten warst. Bist du dann automatisch schon on the highway to hell, ja, um wieder das aufzugreifen? Bist du schon automatisch eben jetzt auf dem Weg zur Hölle? Nein, wenn du es in einem Zustand bist, wo du nicht zur Heiligen Kommunion gehen kannst, ja, dann musst du reuevoll teilnehmen und dann wirst du auch eine Fruchtbarkeit an der Teilnahme der Sakramente erleben. Das berühmte Beispiel, das Jesus in diesem Zusammenhang bringt, ist das von den beiden, die in den Tempel gehen, wo der eine ein Pharisäer ist, der alles richtig macht. Pharisäer darf man hier nicht gleich automatisch negativ nehmen. Das ist ein Mann, der eben den zehnten Teil gibt, der die Gebote, die 613 Gebote hält, der es jetzt eben ernst meint, aber der geht stolz vorne hin und sagt, schau, wie ich so toll bin, und spricht dann seine Verachtung gegenüber dem Zweiten aus. Das ist der Zöllner, also der Kollaborateur, der Sünder, und dessen Haltung ist interessant. Die schildert Jesus ausdrücklich. Der bleibt hinten stehen, wagt nicht einmal seine Augen zu erheben, der traut sich nicht zu sagen, ich bin eh so schön, ich bin eh so toll, was brauche ich diese Gebote der Kirche, ja, und so weiter und so fort, ja, Gott, du kannst eigentlich froh sein, dass du mich überhaupt hast, ja, und sondern der bleibt hinten stehen, senkt die Augen, schlägt sich an die Brust und sagt, ich bin nicht würdig, ja, dass ich vor dir stehe. Und was sagt Jesus am Schluss? Dieser ging gerechtfertigt weg. Das heißt also, wenn wir das Eigentliche im Auge haben, ja, ins Heil zu kommen, vor Gott recht zu sein, ja, also dann relativiert sich auch, und bitte, wenn die Frommen, die jetzt zuhören, ja nicht schockiert sind, dann relativieren sich auch die Sakramente, weil die Sakramente sind Hilfsmittel, dass wir dieses Ziel erreichen. Aber sie sind nicht das Ziel selbst.
Das Ziel deines Christseins ist nicht zur Kommunion zu gehen, sondern in den Himmel zu kommen. Das Ziel deines Christseins ist, heilig zu werden und nicht zur Beichte zu gehen. Die Beichte ist ein Hilfsmittel zur Heiligkeit und die Kommunion ist ein Hilfsmittel, dass Christus in dir sich ausprägt. Aber wenn du in einem Stand bist, wo das nicht möglich ist, dann gibt es andere Wege dafür. Und das tut mir ein bisschen weh, dass man dann plötzlich hier so fixiert ist auf Kommunion und ich muss und wenn ich nicht zur Kommunion bin und dann schließt mich die Kirche aus. Das ist bitte eben jetzt, ja, man muss die Sakramente, das habe ich an anderer Stelle schon oft getan, als das einordnen, was sie sind. Nicht einmal die heilige Messe, wo Christus zu uns kommt, ist, wie soll ich sagen, ein Selbstzweck. Ja, das ist ein Sakrament, das endet auch am Schluss mit dem Ruf, raus in die Welt, ite missa est. Jetzt beginnt eure Sendung, jetzt habt ihr aufgetankt, jetzt habt ihr das Wort Gottes gehört. Wenn es euch möglich war, habt ihr Jesus in euch empfangen durch die heilige Kommunion. Aber jetzt beginnt das Eigentliche. Ja, Mission, Sendung, draußen in der Welt, als Christ leben, die Nächstenliebe in der Familie und so weiter und so fort. Und es steckt hinter dieser ganzen Diskussion eine Verschiebung der Substanz oder des Substanziellen auch dahinter, dass man meint, also das Wesen des Christseins sei, in die Kirche zu gehen und dort zu kommunizieren. Nein, es handelt sich hier um Hilfsmittel, die einem helfen sollen, ein heiliges Leben zu führen. Und jetzt schließe ich, Entschuldigung, hör schon auf, jetzt bleibe ich mal bei mir, weil wie ich mit 18 meine Berufung bekommen habe, da habe ich mir sehr ernst natürlich auch Sorgen gemacht, wie ist es, wenn du scheiterst, Pater Karl? Ja, es gibt ja Priester, die dann den Zölibat, das Priestertum aufgeben und so weiter und so fort. Wie ist es dann? Und dann ist mir das sehr klar vor Augen gestanden. Ich habe mir das mit 18 schon beim Klostereintritt vorgenommen. Sollte ich scheitern? Sollte ich austreten? Sollte ich als Priester eben jetzt, und ich war sehr überzeugt, dass wirklich der liebe Gott es will, aber sollte ich eben es nicht schaffen, dann möchte ich eben wirklich hinter der letzten Säule den Rest meines Lebens verbringen, indem ich hinter der letzten Säule in der Kirche jetzt eben bin und als gläubiger Christ dort eben jetzt weiter mit Jesus verbunden bin, auch wenn ich dann vielleicht die Sakramente eben jetzt nicht empfangen kann, weil ich hier in meinem Tun gescheitert bin. Also das waren so meine Gedanken damals und ich glaube, das sollte man auch, es ist immer, ich weiß nicht, es ist so eine Haltung drinnen insgesamt, ich habe so das Recht vor Gott und ich bin und die Kirche verbietet mir. Ich weiß nicht, ob das auch jesuanisch ist, ja. Also diese Tugend der Demut und der Bußfertigkeit und, oh Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach. Beten wir vor jeder heiligen Kommunion. Beten wir es gedankenlos? Ja, Domine non sum dignus. Ich bin nicht würdig, ich werde beschenkt. Ja, und wenn es sakramental nicht geht, ja, dann in meinem Herzen die geistige Kommunion, die ja mittlerweile über die Messübertragungen jetzt eben, die steht ja jedem auch offen. Also, ja, also ich glaube, die ganze Diskussion ist schief, weil wenn man Christsein davon abhängig macht, ob ich jetzt in der Kirche dieses und jenes an Sakrament empfangen darf, das macht meinen eigentlichen Wert aus und nur dann eben jetzt, also dann ist man auf einer sehr äußeren Ebene eigentlich gelandet. Pater Karl, ich gehe mal einen Schritt weiter, interessante Ausführungen, die du eben gemacht hast. Grundsätzlich gilt ja für Kommunionspender Folgendes, dass sie zur Kommunion nicht zulassen dürfen, Exkommunizierte, Interdizierte und, das ist der Kanon 915 des Kirchenrechts, andere, die hartnäckig in einer offenkundig schweren Sünde verharren. Wenn jetzt Geschiedene zivil wieder verheiratet sind, befinden sie sich in einer Situation, die objektiv dem Gesetz Gottes widerspricht, da soll sich die Ehe brechen. Aber, und jetzt kommt Papst Franziskus ins Spiel oder so, wie es viele halt jetzt wahrnehmen, was vielleicht objektiv eine schwere Sünde ist, muss subjektiv nicht so sein. Um das herauszufinden, hat ja Papst Franziskus, war ja das Grundanliegen dieses päpstlichen Schreibens Amoris Laetitia. In Nummer 305 ist ja die Rede, mitten einer objektiven Situation der Sünde, die nicht subjektiv sündhaft ist. Das heißt, die Seelsorger mögen Betroffenen helfen, nach dem Willen Gottes zu leben und auf dem Weg dorthin benötigen gerade auch die Unvollkommenen der sakramentalen Hilfe. Ich zitiere jetzt diese berühmte Fußnote Nummer 351 aus Amoris Laetitia. In gewissen Fällen könnte es auch die Hilfe der Sakramente sein. Deshalb erinnere ich die Priester daran, dass der Beichtstuhl keine Folterkammer sein darf,
sondern ein Ort der Barmherzigkeit des Herrn. Gleichermaßen betone ich, dass die Eucharistie nicht eine Belohnung für die Vollkommenen, sondern ein großzügiges Heilmittel und eine Nahrung für die Schwachen ist. Das ist ja bewusst gesagt im Blick auf Kommunionempfang, Empfang des Bußsakramentes für wiederverheiratete Geschiedene. Das heißt, ich breche es mal runter auf den Nenner, die mögen zu einem erfahrenen Seelsorger gehen, mit ihm darüber reden über ihre Situation. Vielleicht kommt der zu dem Schluss, eure Situation ist objektiv, natürlich nicht richtig, aber subjektiv könnt ihr doch zur Kommunion gehen. Ja, also das ist so im Augenblick die Linie, wie es zu sein scheint. Ja, ich gebe nur zu bedenken, dass objektiv und subjektiv ja zwei Haltungen sind, die in sich, also die nicht versöhnbar sind, ja, wenn man es jetzt eben streng nach der Logik nimmt. Weil wenn Christus etwas Sünde nennt, ja, dann kann ich nicht sagen subjektiv, aber für mich ist es das nicht. Ja. Also wenn ich jetzt in Christus gehe, dann muss ich schon eben das Objektive versuchen, auch in meiner Subjektivität zu übernehmen. Sonst bleibt es etwas Äußerliches und so weiter. Also dann bin ich auch nicht wirklich in dem. Ich glaube, dass die Führung, die der Priester in der Beichte, und das ist für mich das Entscheidende von Amoris Laetitia, diese Sensibilität ist auch hinzuführen, dass die ihren Zustand, wie soll ich sagen, im Lichte eben des Objektiven, also was Christus wirklich bringen möchte, nämlich das Heil und das Heil, das einem auch zugänglich ist, wenn ich eben jetzt objektiv das Sakrament als solches nicht empfangen kann, dass ich dieses Therapeutische eben jetzt auch annehmen kann. Es gibt ein Beispiel, wo ich gehört habe, dass Kardinal Bergoglio, das immer seinen Alumnen vor der Zulassung zur Priesterweihe gefragt hat. Und das erhält, glaube ich, vieles, weil es wirklich auch die dramatische Situation zeigt, die sich manchmal in diesen Fällen ergeben kann. Und zwar eine Frau, die geheiratet hatte als junge Frau und so weiter, die dann eben in dieser ersten Ehe, die sie oberflächlich und ungläubig hatte, eine Abtreibung begangen hat. Dann ist diese Ehe, weil ihr Mann sie noch dazu im Stich gelassen hat und gezwungen hat, das ist irgendein sehr komplexer Fall. Auf jeden Fall, die ist dann geschieden worden in dieser ersten Ehe, kam dann mit einem zweiten Mann zusammen, der gläubig war, und sie ist durch diesen zweiten Mann gläubig geworden. Ja. Und das Problem, das dann war bei ihr, sie hat eine tiefe Reue über diese Abtreibung empfunden, weil sie aber in einem irregulären Zustand war, weil sie mit dem zweiten Mann verheiratet war, also nicht kirchlich verheiratet sein konnte, nicht? Und dann ist dieser Schmerz über die Abtreibung geblieben. Und dann geht diese Frau zur Beichte, ja? Und jetzt müsste der Priester, wenn man dieses Objektive, ja, also in dieser wirklich strikten Weise nimmt, müsste sagen, ich kann dir keine Lossprechung geben. Und ich muss sagen, hier bin ich auch als Sakramententheologe ein bisschen skeptisch gegenüber dem, was die bisherige Dogmatik immer gesagt hat, dass bei der Beichte die Sünden immer vollständig und so weiter. Und also die schweren Sünden müssen vollständig und eine Beichte ist nicht gültig, wenn du nicht alles gesagt hast. Weil ich weiß nur selber, bei meinen ersten Beichten und so weiter, wo ich mir gar nicht traut habe, alles zu sagen und so weiter, aber wo das dann auch so ein medizinaler Step-by-Step war. Ja? Und ich sage euch meinen Studenten, wenn da Leute nach langen Beichten kommen und da ist vielleicht noch gar kein Sündenbewusstsein da, ja, also es ist ja auch problematisch von der Psychologie her, dann rückzufragen und so weiter und so fort. Da kann man sehr schnell abschrecken, beschädigen und so weiter. Also es gibt bei dieser Beichte ein Verschwimmen, ja, ich sage es mal so, zwischen objektiv und subjektiv. Das weiß jeder Priester. Ihr könnt euch alle nicht vorstellen, wie verschieden die Leute beichten kommen, wenn ich das mal so sagen darf. Sehr verschieden. Auch Gläubige und so weiter, auch Leute, die vielfach beichten gehen. Und jede Form, ja, vor Jesus hinzutreten im Sakrament und ihn um Vergebung zu bitten, hat ihre Legitimität. Ich sage immer, die Beichte ist nicht der Referat, was du in der Schule sagst, was du eine gute Note haben willst, sondern da geht's wirklich um das Ausstülpen deines Inneren. Deshalb vielleicht auch jetzt ein konkreter Appell an euch, habt keine Angst, zur Beichte zu gehen. Gerade wenn sie in einem Zustand seid, der vielleicht eben dem entspricht, ja, in einer geschieden und in einer Beziehung und irgendwie erkennt sich nicht aus, geht's zur Beichte. Ja, das ist, glaube ich, wirklich wichtig, weil es geht um etwas Medizinales und dann nehmt's das bitte auch an. Ja, es gibt sehr gute Priester, die sehr gute Seelenführung machen. Vielleicht ein bisschen zu wenig
Priester haben wir im Augenblick auch, die das gut kennen. Aber wir haben unseren Pater Bernhard, der übrigens ein Buch geschrieben hat. Pater Bernhard, wie geht Beichten, möchte ich sehr empfehlen, weil es in unserem Verlag bei Missio auch erschienen ist. Ja, möchte ich euch sehr empfehlen, wo dann auch Tipps gegeben werden, wie man in einer solchen Situation jetzt geht. Also noch einmal, ich komme jetzt noch einmal zu Papst Franziskus und ich sehe beides. Ja, also es ist ein bisschen schwierig, weil da gibt es wirklich Leute, die in der Kirche sehr klar und sehr logisch denken und das hat auch eine Berechtigung. Wenn man es dann aber auf die Praxis umbricht, auch was ich jetzt in den 34 Jahren meines Priestertums erlebt habe, also da verschwimmt wirklich unglaublich viel. Und das, was Papst Franziskus dann eben wollte, ist nicht, dass aufgrund der Objektivität, ja, wie soll ich sagen, dieses Medizinale völlig gekübelt wird und man jemand aus dem Beichtstuhl raushaut, ja, der, wie diese Frau, die jetzt eben ihre Abtreibung bereut, ja, aber eigentlich objektiv nicht losgesprochen werden konnte, weil sie ja in einem irregulären Zustand ist. Also, dass hier dieser medizinale Aspekt eben jetzt auch wirklich beachtet wird, weil eben die Heilige Beichte ist wirklich die Therapie, ja, des barmherzigen Jesus, der auch im Umgang mit den Sündern diese Barmherzigkeit konkret jetzt eben gezeigt hat. Und wenn man das dann alles, jeden Einzelfall in Regeln gießen möchte und so weiter, dann wird es wieder in einer gewissen Weise brutal. Deshalb also sehe ich in diesem Fortschritt, den Amoris Laetitia gebracht hat, wirklich die Einladung, ja, traut euch gegenüber dem Priester, ja, der Barmherzigkeit Jesu auszusetzen. Und der Priester hat dann die Möglichkeit hier jetzt eben auch, schau, wenn der Priester kann ja keine Sünden vergeben, die Christus nicht vergibt. Ja, also entschuldige, wann ich jetzt eben, ich bin ja nicht, das ist ja kein Hokuspokus, ja, den wir machen. Das ist ganz wichtig. Bei der Beichte wird der Priester Verwalter des Bußsakramentes genannt, weil das Entscheidende, wir haben hier zwei Personen, die zusammenwirken müssen, sakramententheologisch, nämlich der Büßer, der Bußakte setzt, Reue und so weiter, und dann der Priester, der die Wirklichkeit Christi vergegenwärtigt. Und die Dogmatik ist ganz, ganz klar, das Entscheidende liegt auf Seiten des Büßers. Also ein Priester kann nicht eben jetzt sagen, ich spreche dich los, ich kann nicht in Wien da über die Straße gehen und da sagen, ich spreche dich, das wäre ein irres Sakramentenverständnis. Und ein Priester kann nicht objektiv vergeben, was eben jetzt nicht subjektiv in der Reue da ist, ja. Also wir sind nur Ort, wo Christus jetzt eben durchwirkt gegenüber dem Büßenden. Und deshalb ist dieser medizinale Aspekt bei der Beichte auch sakramententheologisch verantwortbar. Und deshalb vielleicht bleibt das Entscheidendes für euch, die ihr da seid und ihr vielleicht wollen da jetzt viele Klarheit haben, ja, und so weiter. Also es bleibt immer ein Raum, wo sich das Ganze jetzt eben vermischt. Und deshalb die Einladung, bitte, wenn ihr in einer solchen Situation seid, ermutigt, setzt euch der Barmherzigkeit Gottes aus, die im sakramentalen Priestertum euch geschenkt wird. Wir sprachen in dieser Sendung über die Kommunion für wiederverheiratete Geschiedene und wir halten fest am Ende, in Einzelfällen ist es möglich, wenn Betroffene mit einem Priester auf ihre Situation schauen und in diesem Gespräch zum Ergebnis kommen, ja, du kannst diese Sakramente empfangen. Wie gesagt, es geht um Einzelfälle, die aber beleuchtet werden sollten. Pater Karl, wir sind am Ende der Stunde der Seelsorge angelangt. Ich bitte dich noch um ein Gebet und den Segen. Ja, Herr Jesus Christus, du bist gütig und barmherzig, aber du willst auch, dass wir Reue haben, dass wir uns deiner Barmherzigkeit anvertrauen, dass wir uns in deine Arme werfen, so wie der verlorene Sohn gegenüber dem barmherzigen Vater sich in seine Arme geworfen hat. Und ich bitte dich, dass wir in der Kirche nicht so sehr darauf schauen, dass wir irgendwelche Regeln einhalten, ja, sondern dass wir einfach wirklich uns selber annehmen, auch in unseren Fehlern, und uns deiner Barmherzigkeit aussetzen und dann von dir die Heilung erwarten und erbitten. Ich bitte dich für alle, die hier in der Kirche sind und die in einem Zustand sind, wo sie diese Barmherzigkeit besonders brauchen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Dazu segne euch der gütige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Herzlichen Dank für die Zuschriften. Ich hätte noch eine ganze Reihe von Zuschriften gehabt. Pater Karl, dir herzlichen Dank für dieses Gespräch. Danke für Ihr Interesse an dieser Sendung. Möge der liebe Gott Sie und Ihre Lieben beschützen und auf die Fürsprache der Gottesmutter Maria. Frieden für die ganze Welt.